Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein historischer Tag. Am 15. April gingen die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz. Endlich, kann man da nur sagen. Der Ausstieg aus der Atomenergie ist ein Erfolg der Anti-AKW-Bewegung. Die Orte Wackersdorf, Brockdorf, Gorleben, sie stehen symbolisch für den Widerstand gegen die Atomindustrie und ihre engen Verflechtungen in die Politik. Und wir danken den vielen Aktiven für ihr jahrzehntelanges Engagement und für ihre Entschlossenheit. Atomenergie ist nicht sicher. Sie ist eine Risikotechnologie, eine Hochrisikotechnologie. Das haben wir in Tschernobyl und in Fukushima erlebt. Atomkraftwerke sind kaum zu schützen gegen die Gefahren durch militärische Angriffe, durch Terrorismus oder Naturkatastrophen. Und ich fand es ja immer bemerkenswert, dass ausgerechnet die Union, die ja sonst immer betont, wie sehr ihr die Sicherheit am Herzen liegt, wie lange ihnen diese Gefahren ja vollkommen egal waren, meine Damen und Herren. Die Endlagerfrage ist ungelöst, und die Atomenergie ist auch keineswegs klimaneutral, wie gerne behauptet wird. Wenn man sich die gesamte Erzeugungskette anschaut, dann sieht man doch, Uran muss aufwendig abgebaut werden, meist unter schlimmen Arbeitsbedingungen und riesigen Umweltschäden. Und auch Uran bedeutet eine Abhängigkeit von Energieimporten, meine Damen und Herren. Atomenergie ist immens teuer. Die Subventionen alleine in der Bundesrepublik werden auf 200 Milliarden Euro geschätzt, ohne die Kosten für Rückbau und Lagerung des Atommülls. Und wie zuverlässig die Atomenergie ist, das haben wir doch letzten Sommer in Frankreich gesehen. Viele AKWs waren abgeschaltet, weil sie störanfällig sind und weil die Pegel der Flüsse so niedrig waren, dass sie nicht mehr gekühlt werden konnten. Weil Atomkraftwerke einen gigantischen Wasserverbrauch haben, unverantwortlich angesichts von Dürren und Wasserknappheit infolge des Klimawandels. Alleine das Kraftwerk Isar 2 verbraucht 700 Liter Wasser pro Sekunde, meine Damen und Herren. Das ist wirklich unverantwortlich. Und nun schlägt der bayerische Ministerpräsident vor, man könne die Atomkraftwerke in Verantwortung der Länder weiter betreiben. Der gleiche Söder, der 2011 noch mit Rücktritt gedroht hat, wenn es keinen Atomausstieg gibt. Söders Rotieren bei politischen Positionen könnte glatt zur Energiegewinnung genutzt werden, dreht sich ja schneller als so manches Windrad in Bayern. Und deshalb heißt es ja so schön, widersprich niemals Markus Söder, warte eine Weile, dann macht er es selber. Söder kann ja froh sein, dass ihn niemand ernst nimmt. Weil wenn man den Vorschlag ernst nehmen würde, dann hätte Markus Söder ein richtiges Problem. Dann könnte er sich jetzt mal auf die Suche machen nach einem Atomendlager in Bayern, könnte er mal den Leuten erklären, wo das Atomklo denn hin soll. Er könnte die Castortransporte organisieren. Aber Hauptsache, das Windrad bleibt auf Abstand. Ganze 11 hat Bayern übrigens letztes Jahr in Betrieb genommen. Und natürlich weiß die Union, Atomkraftwerke kann man nicht einfach wieder weiterlaufen lassen oder wieder in Betrieb nehmen. Die Sicherheitsüberprüfungen sind überfällig. Es müssten neue Brennstäbe bestellt werden. Und Strom aus Kohle und Atom verstopft die Netze. Und damit bremst man den Ausbau der erneuerbaren Energien aus, meine Damen und Herren. Und das strahlende Ende der Atomkraft mit seinen immensen Kosten, das wird noch ganze Generationen beschäftigen. Und die Kosten für die Lagerung des Atommülls, das wurde natürlich schön der Allgemeinheit übertragen und das Ursacheprinzip einmal mehr ausgehebelt. 17 Milliarden Euro plus 6 Milliarden Risikozuschlag. So eine lächerliche Summe haben die Atomkonzerne in einen öffentlich-rechtlichen Fonds eingezahlt. Geld aus Rückstellungen, die sie sowieso bilden mussten, auch noch steuerfrei. 23 Milliarden. Und dafür geht die gesamte Verantwortung, das gesamte Risiko auf den Staat über. Und die Atomkonzerne sind aus dem Schneider, haben sich kostengünstig freigekauft. Und die Vorlage dafür hat übrigens eine Kommission unter dem Vorsitz von Herrn Trittin erarbeitet. Und eine ganz, ganz große Koalition hat das damals beschlossen. Ich finde, das ist ein weiteres Einknicken von den Atomkonzernen auf Kosten der Steuerzahler. Sollen auch die Konzerne für die Kosten aufkommen und nicht die Allgemeinheit? Haben ja auch jahrzehntelang gut verdient. Und das ist das Absurde. Wenn man vorschlägt, die Energiekonzerne mit ihren profitablen Zweigen zu vergesellschaften, das ist natürlich des Teufels. Ja, aber ein strahlendes Milliardengrab, das kann man natürlich vergesellschaften, das kann man natürlich der Allgemeinheit übertragen. Und deshalb das teure Ende der Atomkraft, der atomare Müll, wird uns noch viele
Generationen lang beschäftigen. Und da hört man von den Atomfreunden auch nichts von der sonst so viel beschworenen Generationengerechtigkeit, meine Damen und Herren. Nein, die Antwort auf den sich verschärfenden Klimawandel und die Energiekrise, das sind die erneuerbaren Energien. Und an den hohen Strompreisen sind nicht die Erneuerbaren schuld, sondern der Markt und die Spekulation, ein Strommarktdesign, was dafür sorgt, dass das teuerste Kraftwerk den Preis diktiert. Und das müssen wir ändern. Wir brauchen eine staatliche Strompreiskontrolle, Verbraucher schützen, Spekulation bekämpfen, Übergewinne abschöpfen, damit die Energiewende gerecht ist. Und ein letzter Satz, Herr Präsident. Der Atomausstieg zeigt, kämpfen lohnt sich, auch wenn die Gegenseite noch so stark und mächtig ist. Und daran ändert sich auch nichts bei dem letzten Aufbäumen der Union als parlamentarischer Arm der Atomindustrie. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Dr.